Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Channel. Ich hab's ja schon gestern angekündigt um 23 Uhr. Nee, um 22 Uhr, dass wir ein neues Let's Play starten. Wir werden in Ark Survival Evolved auf dem PC den Jurassic Park nachbauen. Wir haben unseren eigenen Server, unsere eigenen Mods. Wir werden ganz spezielle Dinosaurier sehen. Wir werden auch noch ein paar Mods hinzufügen. Wir sind hier gerade auf der Map The Center und hier wird der Jurassic Park ausstehen. Auf der Lava-Insel, genau hier, wo wir jetzt hier gerade stehen, wird der Jurassic Park irgendwann stehen und die Bäume werden alle weg sein. Das ist aber noch lang entfernt und ich denke mal, das Let's Play geht so bis 100 Folgen und unten kämpfen zwei Brachiosauren gegen einen T-Rex. Ich glaube eher, der Brachio gewinnt anstatt der T-Rex. Und ja, wir haben God-Mode an, sage ich schon mal vor. Wir werden erst den God-Mode ausmachen, wenn wir das Gehege und alles fertig haben und die ganzen Tiere eigentlich gezähmt haben und zu uns gewonnen haben. Dann werden wir den God-Mode ausmachen und dann gehen wir eben halt weiterhin, bis wir Häuser etc. alles haben. Und bis dahin machen wir wirklich mit den Cheats. Ja. Mit auf dem TS haben wir einmal den Ventoso und einmal den Neuli als Unterstützung, oder falls sie einfach da sind. Und ich wollte euch einmal nur, das war Ventoso, ich wollte Hallo sagen. Und ich wollte euch nur einmal zeigen, wie das... da, das ist der Zaun, den wir bauen müssen. Nee, gar nicht. Doch. Doch. Das ist der Zaun für unsere Gehege. Und dafür brauchen wir... Kühlschrank haben wir doch. Da brauchen wir ein gerades Stromkabel, Kristalle, Elektronik, Paste, Metallbahn, Steine. So weit, so gut brauchen wir erstmal wie heißt das hier? Erstmal eine Platte, wo wir die Scheiße alle draufstellen. So, dann holen wir uns den Mörser. Klar, warum nicht, ne? Kann man ja nicht machen. Ja, zu wenig, ey. Give Resources. Das kopieren wir und dann machen wir den Mörser, holen wir und dann, ja. Bis jetzt haben wir uns einen Ankylosaurus geholt und das mit den Dinosauriern müssen wir erstmal finden. Aber dann geht's ganz schnell mit dem Zähmen. Nicht wahr? So, das brauchen wir für die Kackpaste, Digga. Hä? Krieg ich denn die... Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. La 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 la. Und das ist die Folge 1 und ja, das ist die Folge 1, ne? Ach ja. Okay, ich muss an meinem Internet gucken. Fing ja schon mal toll an. Einmal kurz warten. Okay, so. Argentina. Argentina-Paste Ark, ja. So. Okay, gucken wir mal.
Film Primal Earth Dinos Archaeotina Primal Item Resource Unterstrich Snail Paste Punkt Primal Item Resource Unterstrich Snail Paste eins null. Das soll mir jetzt hat mir jetzt aber nichts gebracht. Nur weil ich das jetzt. Oh, wie war das noch? 0175 017. Nee, das war's auch nicht. Oh, ich hab vergessen, wie das nochmal ging. Es war alt 0157. Oder geht das nicht? Nö, geht anscheinend wohl hier nicht. Schön. 01723. Oh, das ist was ganz anderes. Okay. Hat's geklappt? Ich weiß es nicht. Guck einmal. Nein. Gut, dann müssen wir selber nochmal gucken. Ob wir vielleicht einen anderen Zaun dafür bekommen werden. Aber ich denke mal schon. Aber bis jetzt habe ich keine Ahnung. Aber wir finden das noch bis zur nächsten Folge raus. Sonst irgendwas für den Jurassic Park. Ja, klar haben wir eigentlich noch was für andere. Wir haben noch ganz viele Sachen eigentlich. Die aber leider noch nicht installiert sind. Leider. Noch nicht. Aber bald. Nicht mal lange in der nächsten Folge. Also hier haben wir schon mal das und so. Ich weiß aber nicht, was das bringt, wenn ich das jetzt eigentlich mal herstelle. Wir gucken uns das jetzt mal an. So. Bauplan. E-Stock. Achso, kann ich ja nicht machen. Kann ich noch nicht machen. Ja gut, das wollten wir jetzt nicht. Resources. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal, kommt ja vielleicht auch mal Vetose dazu. Irgendwann mal. Nie. Ne, irgendwann bist du auch dabei, oder Ventose? So. Jetzt haben wir das eigentlich hinzugefügt immer und jetzt müssen wir nochmal gucken. Hä, was braucht man denn dafür? Warum braucht man denn da immer diese Kackpaste, Digga? Halt's Maul. Wuff. Lecker Dogs out. Wuff. 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 Lecker Dogs out. Wuff. 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 Ich stimme die Zeit um. Set-ta-ta-ta-time. Da-da-da-da-time. Hey, was will er denn, Digga? Oh, 10 Uhr. Das ist doch wunderschön, meine Damen und Herren.
Ja, wir machen uns erstmal Kopfbedeckung, dann Handschuhe, dann Helm und so ein Scheiß, alles her. Dann bauen wir uns erstmal ein dickes, fettes, hässliches Haus und dann einen schönen Fernrohr noch. Und einen Kompass machen wir uns auch gleich. Wir bauen uns einfach gleich direkt so ein richtig riesiges, hässliches Haus. Alles klar, Geistendeutsch. Aber ich kann euch schon mal sagen, es gibt einen neuen geilen Dinos. D Dinos. Und ihr werdet ihn eigentlich kennen, wenn ihr den Film Jurassic World gesehen habt. Dann, wenn ihr jetzt das Wort gehört habt und den Film kennt, dann wisst ihr, welchen Dino ich meine. Nein, es ist nicht die Ziege, der den T-Rex, der den. Der T-Rex eben halt frisst. Nein, das ist der nicht. Ja. Ist einfach mal was ganz anderes. Holzbank. Hier haben wir erstmal da. Wir gucken da mal durch. Boah, ey, unser Ankilo, ey. Ankilo. Ankilo, nicht Ankilo, ey. Was ist mit mir los? Können wir nach unten gucken lassen. Pachinosaurus. Das ist gar kein Triceratops. Was laber ich immer eigentlich? Ja, soweit so gut. Wollen die mich verarschen? Der Kompass funktioniert nicht mal. Dort ist Norden. Ich will nach Westen. Okay, das ist Südosten. Das ist Südwest. Das ist dann Norden. Wir sind drin, ja, das ist der Norden. Gut, habe ich jetzt einen Kompass hier auch in-game verstanden, weil der macht irgendwie null richtig Sinn. So, jetzt bauen wir das. Brauchen ja auch ein paar Wände, also wir brauchen noch ein Fundament, wir brauchen noch. Hier ein paar Wände brauchen wir. 11-mal herstellen. Klar, 11-mal die gleichen Wände. Why not? Fundament haben wir jetzt hier auch schon. Kommen hier die Wände hin. Fundament direkt daneben. Und gucken mal, was wir weiteres machen können damit. Das haben wir ja schon. Wir haben das schon. Wir brauchen natürlich noch Notizen auf jeden Fall. Klar, Standfackeln. Brauchen wir schon ein paar. Stimme 5 her noch. Brauchen wir natürlich auch noch ein Fenster. Ne? So, dann brauchen wir Werkbank haben. Wir bauen ja natürlich mal eine Tür. Ne? So. Und mehr könnten wir eigentlich uns auch schon nicht mehr wiederherstellen. Aber wir haben zu viel Metall, was ich nicht brauche. Das brauche ich nicht. Ich brauche keine Notiz schreiben. Aber wir werden schon Notizen schreiben. Das kann weg, das kann weg. Das ist einfach nur viel zu schwer. 1000 la. Alter. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann auch weg, das auch. Nein, das nicht. Wir haben. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Seit wann sind überhaupt so Blumen 15 Kilo schwer? Was sind das für Blumen? Sehr ja, das kann weg. Das kann auch weg. Die Steine können auch weg. Das kann weg. Die Diamanten können weg. Wo ist noch was Schweres? Das kann weg. 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 Wir können immer noch nicht vorwärts, weil das kann weg. Das auch. Das auch.
Also bis jetzt hat sich der Server wieder gehalten, also bis jetzt noch kein Absturz. Vorhin waren insgesamt zwei Abstürze in 5 Minuten. Geil. Weil der Server irgendwie da die Mods nicht bearbeiten konnte, weil die irgendwie zu alt waren. Das ich kenne immer nicht mehr so viel. Alter, hier liegt so viel rum. Bauen wir uns einmal mal so ein Doppelhaus. Gucken wir nochmal ins Inventar. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier ein Holzfenster. Wir haben hier eine Tür. Wir haben hier eine Holzbank. Wir haben hier ein Holzschild. Eine Holzbank können wir da hinten schon mal hinbauen. Sechs. Können wir leider noch nichts machen. 7 auch nicht. Nochmal ins Inventar gucken. Wir haben nochmal eine Standfa wir haben noch ein paar Standfackeln und einen Kochtopf und ja, da denke ich mal, werden wir schon mal irgendwie was hinbekommen. Einmal dorthin. Nochmal eine 8. Einmal nochmal dorthin. Dann vielleicht nochmal eine ins Haus. Nochmal dort eine hin. Und ja, ach ja, geil, Mann, ey. Ich kann ja hingucken. Verfällt in 5 Minuten, ja gut. Geht auch schneller. Eh. Also, das ist aber nur eine Holzbank. Toll. Ich bin zu schwer. Was habe ich denn jetzt schon wieder hier aufgenommen? Obsidian. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Inventar öffnen, wir brauchen ja natürlich jetzt Holz, ja, bla 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 bla. Jetzt regnet es auch noch. Ich glaube, es hackt. Anscheinend regnet es, aber irgendwie auch nicht. Okay, wir können kein Dach herstellen, dann können wir aber das da rein tun. Feuer entzünden. So, jetzt haben wir unser kleines Häuschen hier oben schon mal angebracht, aber naja, Essen, Trinken spielt hier in diesem Spiel jetzt bei uns keine Rolle, denn ich habe das extra so gemacht, weil dann stört uns das weniger, wenn wir spielen. Klar, man kann mit Benzin aber kein Feuer anmachen. Was macht das für kein... man kann mit Leder kein Feuer anmachen. Echt gut, Digga. Wir müssen für Essen und also für unsere Tiere und so alles nichts machen. Das ist, finde ich, besser so, weil dann man hat mehr Zeit und es dauert auch nicht so super lange dann eben halt immer alles zu machen, so. Aber wir wollten unser Schild ja hier aufstellen. Unser Schild hier. Text. Dennis. Love. Lovely. Home. Dennis Lovely Home. Yeah. Und dahinter Dennis Lovely Home in Klammern. THW. YouTube. So, das ist doch schön. So, dann gehen wir mit unserem Ankylosaurus mal vorwärts. Er ist aber noch langsamer als die Schildkröte. Mir gefällt der, ich mag ihn, weil er einfach nur Steine, Alter. So easy! Easy peasy! In der Zeit, wo wir laufen.
Eventoso, bist du noch da? Wenn ja, mach mal ein Geräusch, mach irgendwas. Das weiß ich, was du machst. Schreib irgendwas. Okay, er ist noch da. So. Wollen wir noch mal gucken? Wollen wir jetzt noch mal gucken, ohne dass uns jemand stört, was wir. Also, wir machen das so. Klar, bauen wir am Ende noch zu unseren Dinosauriern Sattel und alles zu, aber erstmal nicht, weil das ist schon mal die erste Höhle bei unserem Jurassic Park. Dort, denke ich mal, können die Haie und alles hin. Also, wenn dort Haie leben, können wir das auch machen. Ansonsten sollte es schwer sein, irgendwie dort was zu machen. So. Da. Stegosaurus. Die Stegosaurier. Okay, so. 70 FPS. Einmal hatte ich schlechter. Egal. Oh, ich bin jetzt hier in der Höhle mit fetten, hässlichen Schlangen, Digga. Könnt mich alle mal. Verpisst euch. Erpisst euch. Komm her. Ich bin hier oben, Digga. Ihr habt keine Chance gegen mich. Und natürlich auch Fleisch. Miau, miau, miau. Warum eine Spinne, Alter? Lol. Kann mich nicht bewegen, ey. Gift sollte uns eigentlich nichts ausmachen. Das ist anscheinend wohl die Höhle. Die ist vielleicht jetzt nicht groß, aber sie ist schön. Hier kann man auch Dinosaurier stellen. Dachte, hier könnte dann der spezielle Dino stehen, vielleicht. Oder vielleicht eben halt auch nicht. So, ich bin jetzt erstmal ein Level aufgestiegen und werde dann einfach mal die Tragelast bis dahin immer aufleveln. Ist wohl besser so. Und bei ihm mache ich einfach mal das Leben höher. Jetzt hat er schon 19.000 Leben. So, jetzt gehen wir nochmal weiter in die Höhle rein. Und gucken. Und irgendwann kann vielleicht sogar unsere Map, die wir selber jetzt gebaut haben, downloaden. Was ist das? Gott aller. Okay, jetzt kann uns nichts mehr anhaben. Komm her, Digga. Auf deinen eigenen Kollegen zu essen, Alter. Du bist so eklig. Chitin. Okay, du hast irgendwas. Du hast nichts. Okay, dann können wir dich auch liegen lassen. Ah, jetzt kommen wir auch zum besseren Teil der Höhle. Ich glaube, das ist aber schon ein Tag. Ja, lol. Alter.
Hau ab. Alter, geh mir nicht auf den Nerven, Alter. Scheiß, Skorpion. Okay, die Höhle. Ja, Schlitterpartie. Okay, doch nicht. Hau ab. Hau ab. Piss dich lieber. Oh nee, Alter, ich laufe hier einmal jetzt weg. Habe ich jetzt keine Lust. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme, aber ich guck mal, wie lange ich aufnehme. Ich stelle mir beim nächsten Mal einen Timer. Wenn dieser... Püss dich, Alter! Folgen werden nicht länger als 20 Minuten gehen, außer ich mache Sonderfolgen, aber es wird, denke ich mal, heute nicht passieren an einem Montag. Am Wochenende sage ich ja, aber nicht am, am Montag. So. Und wenn ich jetzt rumreiche. Oh nein, warum hat der den Gottmann an, Mann? Der macht das Spiel kaputt. Ist mir doch scheißegal, Mann. Ihr wollt doch auch, dass irgendwie mal vorankommen. Klar, dauert das dann noch länger. Und diese Zeit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wenn ich. Und ich habe ehrlich gesagt. Also fährt denn Lust schon irgendwie jahrelang. Erstens muss man die ganze Zeit überhaupt überleben, um überhaupt jetzt allgemein Chitin-Dinger, Digga, wann kriegst du das vielleicht mal? Nie. Und deswegen habe ich keine Lust dazu. Ist eure Entscheidung, wenn ihr das gerne machen wollt, wenn ihr genau das gleiche haben wollt, dann macht es doch selber, aber ich tue es nicht. Ich kann ja so spielen, wie ich es möchte, also... Und das werde ich auch. So. Okay, bei der Ausdauer muss ich bei dir auch noch mal gucken. Oder was hast du denn da drinne? Gift einer... Boah, nice. Oh. Alter, hau ab. Du wirst eh sterben. Also, leg dich doch nicht mit dem Ankilo an. Lauf, Ankilo, lauf. Ich hab keine Ahnung, wo das Ende der Höhle ist. Ventoso. Go, 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 lauf. Nice. Ich hab Angst, wenn ich jetzt hier runterspringe, dass ich nicht mehr hochkomme. Das ist aber auch Wasser. Kann ich überhaupt in Wasser rein, ohne dass ich hier saufe? Oh, nice. Also Ventoso, wenn du noch da bist, wäre cool, wenn du einfach nichts machst. Oder wenn du einfach schreibst. Wenn es so weit es geht. Oh, Mega-Leck.
Oh, jetzt geht's wieder. Nein. Warum? Keine Ahnung, wo ich bin. Komm her, du darfst nicht sterben. Ein Kilo. Ein Kilo wird gar nicht sterben. Ich hoffe es. Wir sind schon so tief, wir können nicht mal gucken. Wo sind wir denn, bitte? Da. Okay, wir sind anscheinend wohl so weit oben, so weit weg jetzt. Das ist jetzt anscheinend wohl nicht mehr möglich ist. Also für unseren Ankylo ist es nicht mehr möglich, denke ich mal. Der wird sterben. Schade, aber. Und wenn wir eben halt jetzt hier nicht rauskommen, werden wir aussterben. Ja, mein Kilo ist gestorben. Und ich glaube, wir werden auch sterben. Nein, bitte nicht. Ich denke mal, wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen und hoffentlich aus der Höhle raus, denn ich habe keine Ahnung, wo die Höhle, was das hier für eine Höhle ist. Sieht auf jeden Fall komisch aus, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge am Mittwoch wieder. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und Rainbow Six Siege, wie ihr wisst, kommt ja noch bis November und danach wird eben halt. Die werden die Let's Plays getauscht mit Rainbow und Ark. Außer mit dem Livestream. Das wird, denke ich mal, so bleiben. Oder es wird ihm halt am Freitag sogar ganz ausfallen, dass ihm halt Freitag überhaupt nichts kommt. Und ja, dass ihm halt nur Rainbow am Mittwoch kommt und dann Ark eben halt jeden Dienstag. Das wird dann ab November auf jeden Fall getauscht. Vielleicht sogar ab Oktober, das muss ich gucken. Aber bis dann. Ciao!